Lass die Motoren an für eine Produktion von Activision. Schnallt euch an für eine weitere Schöpfung von Beenox. Hey, willkommen zu diesem brandneuen Let's Play zu Crash Team Racing Nitro Fueled. Da das ja vor 2 Jahren so gut geklappt hat mit den Remakes, mit der Crash Bandicoot Insane Trilogy, gibt es jetzt den Fun Racer von 1999 von der PlayStation 1 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in neuem Gewand. Ich spiele die Nintendo Switch Version und bin sehr gespannt. Ich habe selbst nie gezockt, bin aber freudig erwartend. Ich habe viel Gutes gehört. Man hat sich damals vor allen Dingen ein Beispiel genommen an Diddy Kong Racing, nicht unbedingt an Mario Kart. Den Begründer des Fun Racers mehr oder weniger. Ja, wir spielen das jetzt, Crash. Und es gibt so viel. Also ich bin sehr gespannt. Das muss ich einfach... viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte Spaß mit Crash Bandicoot, als ich es vor 2 Jahren auf der Insane Trilogy gespielt habe. Ich musste mich allerdings schon ein klein wenig hereinfuchsen, ganz ehrlich. Gucken, was kann man überhaupt für Moves machen, ja. Und die Einstellungen tätigen. Und da nehme ich euch am besten einfach mal ganz kurz mit, ja. Und zwar... Die Steuerung alternativ sagt mir mehr zu als Standard, wenn ihr das mal kurz betrachtet, ja. Vor allen Dingen beschleunigen mit der B-Taste. Kann man machen, aber vor allen Dingen sind, und das ist halt wirklich in den ganzen anderen Fun-Racern wie Mario Kart 8 Deluxe oder Team Sonic Racing, so der Fall gewesen, dass du mit ZL und ZR zum Beispiel driften kannst. Und hier sind die nur für die Kamera gut. Das fand ich erstens mal verwerflich, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich mich für alternativ entschieden, wo man mit ZR immerhin beschleunigt und man benutzt auf A die Power-Ups und mit B tut man hüpfen und Powersliden. Da habe ich mich versucht, ein bisschen reinzufuchsen, wie das klappt. Sehen wir gleich in Aktion. Also ich finde alternativ besser. Vibration brauche ich persönlich auch nicht. Und ansonsten Hinweise, das ist sehr... Wenn du eine TNT-Kiste auf dem Kopf hast, fang an zu hüpfen. Wenn du schnell reagierst und oft genug hüpfst, fällt die TNT-Kiste runter, bevor sie explodiert. Sehr gut, ja. Also wenn man quasi... Ist es ein blauer Panzer, roter Panzer? Ich weiß es nicht genau. Also die paar Tipps, die sollte man sich ganz kurz geben vor dem Spiel. Ohne Mist. Je mehr Wumperfrüchte du hast, desto schneller fährt dein Kart. Wenn du 10 Wumperfrüchte halten kannst, bist du aufgeladen. Und dein Power-Up wird stärker. Das ist die Stimme von Aku Aku, ne? Die Maske finde ich sehr schön, auch bei dem Startet die Motoren. Ja, auch das ist von Diddy Kong Racing inspiriert. Da konnte man bis zu 10 Bananen sammeln. Gut, es gab schon auf dem Super Nintendo Mario Kart und generell gibt es wieder bei Mario Kart. Allerdings das Limit bei 10, das erinnert doch sehr an Diddy Kong Racing. Powersliden! Ein Powerslide macht dich in den Kurven schneller. Drücke Powersliden und lenke scharf in die Kurve. Und das habe ich versucht und nicht geschafft. Der Witz ist, es gibt 2 Tasten für den Powerslide. In meinem Falle mit Alternativ jetzt die B- und die L-Taste. Und... Ja, Moment, der Turbo-Boost ist damit gemeint. Für einen Turbo-Boost beim Powersliden wartest du, bis der Auspuffrauch schwarz ist und drückst dann Powersliden. Wenn du zu lange wartest, hörst du eine Fehlzündung. Und es ist zu spät. Und es ist zu spät. Also man orientiert sich entweder an dem schwarzen Auspuff oder an der Leiste unten. Das wird so ein bisschen die fortgeschrittene Technik sein, denke ich. Aber das kann man schon lernen. Das Ding ist nur, man muss halt die andere Taste drücken. Entweder fängst du mit L an und drückst dann im richtigen Zeitpunkt B. Oder fängst mit B an und drückst im richtigen Zeitpunkt L. Bremsenslide. Mach einen Bremsenslide, indem du Bremsen gedrückt hältst und scharf lenkst. Ich hoffe, Bremsen brauche ich nicht so häufig, aber das ist, denke ich mal, aus dem Gefühl heraus. Beim Springen ist ein Luftzeitturbo möglich. Je länger du oben bist, desto größer der Turbo bei der Landung. Hol dir große Turbos durch mehr Luftzeit, indem du mit Hüpfen von Rampen abspringst. Ich habe das Gefühl, Hüpfen wird in diesem Fun Racer noch wichtiger sein. Und der Rest... Sammle C, T und R auf jeder Strecke und mach den ersten Platz für ein CTR-Token. Achtung,
Manche Buchstaben sind versteckt. CTR-Token. Mal sehen. Schaff die kürzeste Zeit, indem du schnell fährst und Zeitkisten aufbrichst. Durch das Aufbrechen stoppst du die Uhr. Wenn deine Zeit schnell genug ist, erhältst du ein Relikt. Ja, da müssen wir uns nochmal reinfinden. Das ist ein eigener Modus, ich weiß es noch nicht genau. Sammle alle Kristalle in der Arena innerhalb der Zeit. Wenn du alle hast, gibt es einen Preis. Gut, das sind verschiedene Modi. Was ist denn Zentrale? Punkte und Sterne auf der Karte sind Warp-Pads, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, heißt das, du kannst sie jetzt spielen. Gut, das wird wohl der Abenteuermodus sein, denn auch das gibt es, wie in Diddy Kong Racing, man muss es einfach dazu sagen, entgegen Mario Kart, auch in Crash Team Racing. Öffne eine Rennstrecke, indem du auf ein Warp-Pad mit aktivem Warp-Strudel fährst, um dann zur Startlinie zu gelangen. Mach den ersten Platz für eine Trophäe. Sammle immer mehr Trophäen, um mehr Strecken freizuschalten. Viel Glück und schnelle Fahrt. Tut mir leid, aber ich finde, das sollte man sich geben kurz. Wen es nicht interessiert, der spult ein bisschen vor. Für diese Strecke musst du die richtige Anzahl Trophäen zum Einschalten des Warp-Pads sammeln. Für Trophäen musst du auf offenen Strecken den ersten Platz machen. Verständlich bis hierhin? Zum Öffnen der Tür musst du in allen vier Rennen des Gebiets auf dem ersten Platz sein. Mhm. Du brauchst einen Boss-Schlüssel zum Öffnen der Tür. Fahr gegen einen Boss, wenn du alle vier Gebietsrennen geschafft hast. Schlag den Boss im Bossrennen und du erhältst den Schlüssel. Du brauchst zwei Boss-Schlüssel zum Öffnen der Tür. Fahr gegen einen Boss, wenn du alle vier Gebietsrennen geschafft hast. Schlag den Boss im Bossrennen und du erhältst den Schlüssel. Das ist der Speicherbildschirm. Es gibt fünf Stück davon, einen pro Weltabschnitt. Wenn du laden oder speichern willst, such einen davon auf. Fahr dafür einfach zum Bildschirm und folge den Anweisungen. Klingt ja alles plausibel, entschuldigt. Ich dachte, ich muss mir das zu Gemüte führen. Also die hier bei Zentrale habe ich mir noch nicht gegeben, um ehrlich zu sein. Deswegen hör ich mal kurz rein, ob die letzten zwei. Die richtige Anzahl Relikte für diese Strecke. Mhm. Glückwunsch, du hast ein neues Gebiet geöffnet. Hier findest du vier neue Rennstrecken. Viel Glück. Gut, das war jetzt wirklich, da hätte ich selbst drauf kommen können. Ist in Ordnung. Aber die Tipps für das Rennen fand ich halt wirklich sehr bedeutsam. Audio, ja, alles okay. Was, Untertitel aus? Wollt ihr Untertitel haben? Originalmusik? PS1-Mucke. Nö, aber wir bleiben da im Jahre 2019. Minikarte an, ba-ba-ba-ba. Ja, gefällt mir. Jetzt geht's also wirklich los mit dem Abenteuermodus. Gucken wir mal rein. Vier Spielstände. Modus Nitro-Fueled. Spiele mit einem Objekt, das du freigeschaltet hast. Du kannst deinen Charakter und dein Kart beliebig wechseln und anpassen. Oder klassisch, erlebe das Originalspiel wie damals. Mit einem Charakter von Anfang bis Ende. Ohne Anpassungen oder Schwierigkeitsstufen, aber mit allen Belohnungen. Moment, das heißt, ich krieg hier nicht alle Belohnungen? Oder was wollen die mir sagen? Weil ich würde schon gerne in Nitro Fueled spielen, einfach aus dem Grunde, dass ich im Let's Play möglichst viele verschiedene Charaktere zeigen kann. Ich würde mal sagen, Mittel trauen wir uns und nehmen für den Anfang auf jeden Fall den namensgebenden Crash Bandicoot, der legendäre Beuteldachs. Wen hätten wir noch? Oh, so einige. Neocortex, Tiny Tigers am Start, Coco, Dr. Engine, gut, die laden gar nicht so schnell. Pura, der Tiger, der Eisbär-Puller, oh, der ist legendär, oder? Der ist süß. Dingo-Dial war ein Boss und die ganzen anderen, ja gut, da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Cards, Zufallsprinzip, nö, nö, nö. Komm, lass uns mal starten, wird Zeit. Ja, lässt du die Zunge raus. Den guten alten Waschlappen, hüpf sie weg. Wenn eine TNT-Kiste auf dem Kopf ist, fang an zu hüpfen. Wenn du schnell genug reagierst und oft genug hüpfst, fällt die TNT-Kiste runter, bevor sie explodiert. Mein Debüt in Crash Team Racing. In Team Sonic Racing war ja ein Hauptbestandteil, dass man in Teams fährt. Ich glaube, hier steht das Team einfach nur dafür, dass es nicht nur Crash Bandicoot ist, sondern auch die Charaktere aus seinem Universum. Also ein wirkliches Teamsystem gibt's hier nicht.
Da finde ich den Namen fast schon etwas fehlgeleitet. Es gab ja Nachfolger 2003 für PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance und Nokia N-Gage. Oh, Zwischensequenz. Und diese Strecken sind auch in diesem Remake dabei. Rennen heute, Siegestrophäe für jedes Rennen. Fahrt also gern Rennen, ja? Nun, ich, Nitrous Oxide, bin der schnellste Rennfahrer der Galaxis. Ich suche zwischen den Sternen nach neuen Herausforderern. Ich nenne dieses Spiel das Überleben des Schnelleren. Crash schläft. So sind die Regeln. Der beste Fahrer eurer Welt tritt gegen mich um den Planeten an. Wenn euer Fahrer gewinnt, lasse ich euren Felsen in Ruhe. Doch wenn ich gewinne, mache ich eure Welt zu einem betonierten Parkplatz und ihr werdet meine Schergen. Gebt Gas! Parkplätze sind wichtig! How to drive, hält's falsch rum. Alle machen sich Race fertig. Nur einer. Kleine Fleischbeilage. Also die Zwischensequenzen sind meines Wissens komplett neu. Willkommen im Abenteuergebiet. In diesem Gebiet kannst du üben und deine Fahrkünste verbessern. Punkte und Sterne auf der Karte sind Warp-Pads, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, heißt das, du kannst sie jetzt spielen. Öffne eine Rennstrecke, indem du auf ein Warp-Pad mit aktivem Warp-Strudel fährst, um dann zur Startlinie zu gelangen. Mach den ersten Platz für eine Trophäe. Sammle Trophäen, um weitere Strecken öffnen zu können. Viel Glück und schnelle Fahrt. Ich mag seine Stimme im Deutschen auf jeden Fall. Yay, ich bin so ein typischer Steuerkreuzfahrer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Crashbucht. Oh je. Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Werden wir die ersten Welten rocken oder... braucht das seine Zeit? Finden wir es raus. Manche sagen, es wäre sehr schwer. Manche sagen, es wäre normal oder einfach sogar. Die Ladezeiten sind nicht ohne, das muss ich schon mal sagen. Aber das ist etwas, worauf, also, das lässt sich überleben, denke ich, im Endeffekt. Dafür stehe ich Crash Bandicoot. Spaß. Ladezeiten. Insanity Beach Gebiet. Crashbucht. Soll ich direkt Ausschau halten nach den Buchstaben? CTR? Wir müssen es einfach mal wagen, ne? Übung macht den Meister. Gott, gibt's einen Turbostart? Yeah, ein Beutel Dachs am Steuer. Ja gut. Wumperfrüchte. Das wird sich im Laufe des Let's Plays alles einpendeln. Am Ende werde ich mir denken, boah, warst du schlecht im ersten Part. Deswegen dranbleiben, Leute. Und die Items einprägen. Bomben! Bomben sind grüne Panzer. Ich fahre mal auf das Schiff. Akku, Akku, beschützt mich oder ist es... verletzt auch die Gegner? So, ich werde jetzt versuchen. Jawohl.
Okay, das ist ein Boost. Die CO2-Flasche. Der Trank ist eine Banane. Oder doch die TNT-Kiste? Kann ich da durch? Ich probiere es einfach mal eiskalt, ne? Mann, das sah so aus, als wäre das brüchig, als könnte man da hindurch. Ich weiß ja nicht, wie interaktiv die Strecke ist und die Welt. Ich finde aber, es sieht hübsch aus. Naja, ein Remake hat ja das als vorrangiges Ziel, oder etwa nicht? Mitunter. Dass es zeitgemäß aussieht. Okay, die TNT-Fässer kann man zum Beispiel ablegen und ein anderer bekommt sie und dann muss man ja springen. Oh, das war gar nicht gut. Oh je, Freunde. Oh. Hat geklappt. Nennt es erste Überforderung, aber das sieht gar nicht so gut aus. Er ist auch beleidigt. Ja, verstehe ich. 15 Dinger. Ja. Alle Anfang ist schwer. Man träumt sich das erste Mal doch immer so schön und am Ende muss man doch eingestehen, dass man danach immer noch besser ist. Das erste Mal dagegen wirklich nicht so pralle. Ja, vielleicht sollte ich mich weniger auf den komplizierten Drift besinnen, Items gezielt einsetzen, lernen oder verinnerlichen, was ich auszuweichen habe. Ich bin auf die Kisten zugefahren in aller Selbstverständlichkeit, auch wenn es TNT-Kisten waren, Roffel. Gut, ich habe mich selbst geschwächt, indem ich einfach ausprobieren wollte, was da oben ist. Ja, aber die Buchstaben gibt es hier noch nicht, oder was? Weil es der Abenteuermodus ist, oder wie verstehe ich das? Guck mal, ich habe die 10 Wumpa-Früchte voll, also da gibt es sowohl maximale Geschwindigkeit als auch bessere Items. Habe ich das richtig verstanden? Ah, wir werden selbst anvisiert. Da kann man wohl nicht viel machen. Tiny Tiger auf dem ersten Platz. Muss auch gestehen, ne? Ich habe die Trilogie damals gespielt, vor 2 Jahren, also frisch rauskam für PS4. Die Jump'n'Run-Trilogie mit Crash 1, 2 und 3. Und die kam ja dann noch raus für Nintendo Switch und so. Geportet, sehr nice. Aber ich habe es seitdem halt auch so gut wie gar nicht mehr wirklich gespielt. Das muss ich nur mal gestehen. Das muss ich beichten an der Stelle. Es kann also mitunter sogar vorkommen, dass ich den einen oder anderen Charakter nicht erkenne oder so. Und wenn das der Fall ist oder ich irgendwas nicht schnalle oder eine Referenz, haut's mir gern in die Kommentare, gern auch mit Kritik, Verbesserungsvorschlägen und so weiter und so fort. Das wirfst du doch nach hinten, dann werf auch. Gut, dann bekomme ich das meistens auf dem ersten Platz. Jetzt wollte ich gerade nochmal nachschauen, in den Rückspiegel gucken, wo er ist. Oh, die anderen brauchen aber noch lang. Ja, obwohl. Das waren aber länger als 2 Sekunden. Kommt es mir nur so vor. Haben wir es doch nochmal zurechtgebogen. Yay! Mehr gibt's nicht zu tun, oder? Power sliden, ja. Da brauche ich noch die richtigen Zeitpunkte. Fürs Power sliden, da muss ich noch echt Übung haben und sehen, wie das exakt funktioniert. Anspruch, also gut, was heißt Anspruch, ne? Man muss sich reinfuchsen ein wenig. Aber für einen Funracer finde ich es auch sehr einsteigerfreundlich. Man kann ja normal fahren, man kann ja auf Turbo und so verzichten. Nur dann ist es ein bisschen schwieriger, denke ich. Oh, die beiden anderen. Er feiert hart wie immer. Ein liebenswertes Universum, was da geschaffen wurde. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. Danke vielmals. Ein Powerslide macht dich in den Kurven schneller. Drücke Powersliden und lenke scharf in die Kurve. Neue Sticker freigeschaltet. Crash. Wir sammeln erstmal. Noch was? Glückwunsch. Du hast dir dein erstes Anpassungsobjekt verdient.
Du kannst deinen Charakter und dein Kart im Pausemenü anpassen. Das Kart an sich sieht sehr tuckerig aus, ne? Also es bewegt sich so hart. Das macht es irgendwie wahrscheinlich sogar realistisch. Hier ist die Kameraeinstellung, sollte ich? Es gibt nur zwei Varianten, okay. Hier ist der Rückspiegel, nice. Ja, das hätte ich soweit, vielleicht gibt es ja später noch was zu erkunden. Ich sehe ja, was blinkt auf der Karte. Wunderschöne Banjo-Statue oder Felsen. Wagen wir uns an den Strand oder was? Na klar. Roos Röhre. Ripper Roo? Oh Mann, wie ich immer gesagt habe, es wäre ein Hund oder ein Köter, war die Wortwahl damals. Und dabei ist es ein Känguru. Ups! Tauchte in Crash 1 und Crash 2 als Boss auf. Im zweiten Teil war er dann gebildet. Luftsprung. Je länger du in der Luft bleibst, desto größer ist der Tempo-Boost bei der Landung. Deswegen versuche ich auch bei kleineren Absprüngen zu jumpen, damit einfach der Boost ein bisschen höher ist. Wenn ich das verinnerliche und einfach so standardmäßig einsetze, dann könnte das der Schlüssel zum Sieg sein. Oh, ich verdecke den Ladezeitpokal. Genieß den Ladezeitpokal. Jetzt. Oh. Ich weiß ja nicht, wie es auf der PS1 aussah. Aber wenn sich da nicht Mario Kart Wii ein bisschen dran bedient hat, hat er eine Ideen. Also wie gesagt, es gibt auch die Strecken aus Crash Nitro Kart von PS2, Xbox und GameCube in erster Linie. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Strecken verlaufen. Und da habe ich halt nie einen Peil, aus welchem Spiel das gerade ist. Also die haben das direkt so zusammengefasst, dass nicht demnächst noch ein Crash Fun Racer Remake erscheinen muss, sondern packen das direkt zusammengeklüppelt und das ist auch aller Ehren wert. Das Spiel wird auch immer noch weiter supported nach Release mit neuen Charakteren und was man nicht alles bekommen kann. Ja, okay, das ist denn das mit der Leiste jetzt so viel anders? Alles gut so? Warte halt, bis der Auspuff schwarz wird oder der Rauch daraus aussteigt. Solchen kleinen Kurven brauche ich das gar nicht versuchen. Okay, der ist gut, ja. Wumperfrüchte bräuchte ich. Immer her mit den Wumperfrüchten, die mich schneller und besser und schöner machen. Vor allem schöner hätte ich nötig. Und ja, jetzt hat es nicht geklappt, ne? Ja. Oh, das abgewehrt. Vielleicht will ich gerade ein bisschen zu viel. Konzentriere mich nicht aufs Gewinnen, sondern aufs richtige Driften. Deswegen ist nur der zweite Platz drin. Selbst da ärgert er sich. Na, der hat ja Ansprüche. Neuer Versuch natürlich. Also tut mir leid. Ja, bei sowas. Brandneues Spiel, original nicht gezockt. Ich stehe dazu. Ich weiß halt nicht, warum die Leiste da unten jetzt anders aussieht, wo ich davor bin. War das quasi nur einsteigerfreundlich oder je nach Strecke? Oder je nachdem, ob das von Crash Team Racing oder Nitro Kart ist? Scheint mir halt echt eine Strecke zu sein, wo du das Driften üben kannst, den Power Drift, aber. Mal erst denken und dann. Geht ja dreimal hintereinander. Hüpf! Oh, einer knallt mich genau da ab, wo der Beschleunigungsstreifen gewesen wäre. So hat's gerockt.
Gib mal die Wurmpaar-Früchte, bitte. Ich werde aber auch unter Beschuss genommen. An für sich gefällt es mir echt gut. Auch grafisch. Ich finde das wunderbar bunt. In Farbe. Und bunt. Natürlich was ganz anderes als Team Sonic Racing zuletzt. Oder auch aus dem einen Infovideo Mario Kart 8 Deluxe. Soll man nicht zusammen durcheinander kommen bei den ganzen Funracern. Aber ich will mich nicht beschweren, ne? All die Jahre absolute Funracer-Armut bis auf Mario Kart und jetzt trauen sich wieder welche was. Und es ist guter Stuff, ne? Also das ist hier jetzt kein mittelmäßiger Scheiß, das ist, das hat Potenzial. Ich bin gespannt, wie es sich in meinen Augen am Ende messen lassen wird im Vergleich mit Mario und Sonic. Alter Schwede, der alte Dreikampf. Nintendo, Sega und Sony. Wer ist der König des Funracer-Genres? Meine Herren. Gut, ich weiß, ich habe es heute ein bisschen sanft angehen lassen, aber die Partlänge ist so gut wie erreicht. Ja, ja, tut mir leid. Dafür wird es aber heute noch weitere Parts geben, darauf könnt ihr einen lassen. Wenn ihr das gut findet, dann gerne Daumen nach oben. Und wir sehen uns heute noch mit Part 2 und wahrscheinlich sogar Part 3. Kurz noch zelebrieren. Warum sieht Coco so futuristisch aus? Und Dingodile, das war auch so ein Boss im zweiten Teil, ne? War nur im zweiten Teil. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. Und noch was. Für einen Turbo-Boost beim Powersliden wartest du, bis der Auspuffrauch schwarz ist. Und drückst dann Powersliden. Jeweils andere Taste. Wenn du zu lange wartest, hörst du eine Fehlzündung. Und es ist zu spät. Ach, der labert jetzt alles vor, was ich... Schade. Ich hab's nur gut gemeint, okay? Ich hab mich halt vorher schlau gemacht und wollte gucken, was sind denn jetzt so die Tricks und Kniffe? Stunts oder Drift Boost oder wie auch immer. Alles klärchen. An der Stelle machen wir im nächsten Part weiter. Schaltet unbedingt noch ein, wir machen uns weiter ein Bild von dem Game. Der allererste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Macht Spaß bis hierhin. Dann bis zum nächsten Mal, ein Däumchen wären Träumchen und bis dann und ciao!